Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin gestern Morgen mit der glorreichen Idee aufgewacht, mir einen Betthimmel über meinen Schminktisch zu machen. Ich wollte schon länger einen Betthimmel über meinen Schminktisch machen, also nicht so ein Betthimmel, sondern eine Bettkrone mit so Stoff, der runterhängt, so richtig prinzessinhaft. Wer mich kennt, der würde auch nichts anderes von mir erwarten. Und ich habe mir irgendwie gedacht, warum mache ich das nicht selber? Weil ich habe auch geguckt und irgendwie hat mir bei Amazon und so weiter irgendwie nichts gefallen. Und außerdem war es auch so teuer dafür, was es eigentlich wirklich ist. Und dann dachte ich mir, weißt du was, das kannst du selber. Und das mache ich jetzt auch heute. Und ich habe mir was ganz Spezielles überlegt. Wir sind tatsächlich losgefahren, mein Freund und ich, in einen Baumarkt und später in einen Dekoladen. Und wir waren ziemlich lange dafür unterwegs. Er kam auch dementsprechend gelaunt nach Hause. Aber wir haben Sachen gefunden. Und ich habe jetzt richtig Bock loszulegen. Ich sitze auch gerade in meinem Ankleidezimmer und ich schaue gerade auf meinen Schminktisch und ich stelle mir das hier jetzt gerade so vor. Ich dachte, das ist vielleicht eine coole Sache zu machen, während wir ja alle zu Hause sind momentan und ich sowieso Langeweile habe mittlerweile. Und dann wollen wir doch mal direkt loslegen. So, das ist mein Schminktisch. Davon spreche ich, von dieser Ecke hier. Hier soll dann, also hier oben soll dann irgendwie dieses Betthimmel, diese Betthimmelkrone hinkommen und das soll dann hier so runterhängen. Also hier eine Seite und da eine Seite. So, jetzt zeige ich euch den ganzen Krempel, den ich habe. Eine Heißklebepistole, eine Ersatzpatrone, habe ich eine Schere, eine Zange, goldenen Draht, einen Haken zum Befestigen später. Ein Tablett, was quasi unsere Bettkrone ist. Und ich habe extra mir das ausgesucht, weil das hat hier diese Gitter. Und damit kann man sehr gut arbeiten. Das heißt, man kann gut Dinge befestigen. Man kann Schlaufen da reindrehen. Man kann den Draht nachher befestigen. Denn mit dem Draht will ich das nämlich aufhängen. Und Blumen zum Verzieren. Weil ich fand das so schön mit dem Gold und den Blumen. Und später zeige ich euch auch noch die Vorhänge. Der Gardinen hier in diesem Ding werde ich einige von diesen Gittern hier abknipsen. Ich habe nämlich keine Gardinen Haken und außerdem glaube ich auch, also ich brauche die auch dafür nicht und außerdem, wenn ich die anbringen würde, dann würde das irgendwie komisch aussehen, weil dann die Gardinen erst hier anfangen würden und dann würde man hier oben so einen komischen Freiraum sehen. Das möchte ich nicht, weil ich möchte, dass es direkt hier oben befestigt ist und einfach quasi nahtlos ineinander übergeht. Ihr werdet aber sehen, wir kaschieren das nachher noch mit den Blumen. Also ich habe mir da voll den Plan gemacht. Und ich werde jetzt dafür versuchen, hier ab und zu in den Gittern mal so ein bisschen was abzuknipsen und dann quasi den Draht hier durch diese Schlaufen eben durchzuziehen. So sieht das Ganze vorerst einmal aus. Jetzt sollen die Blumen an die Krone, und zwar diese hier. Und das Grün nicht wegschmeißen, denn das brauchen wir auch. Also falls ihr es nachmacht, das Grün nicht wegschmeißen, denn das sieht auch nochmal sehr schön aus. Ich erhitze gerade meine Heißklebepistole. Und ja, ich habe mich noch nicht ganz entschieden, was vorne und hinten sein soll. Obwohl, ich habe mich jetzt entschieden. Das hier soll vorne sein. Und die Blumen möchte ich jetzt so einfach unwillkürlich hier drumherum
außer halt hinten, aber drumherum kleben mit dem Heißkleber. Und ja, dafür werde ich die dann einmal so abknipsen und so weiter, so wie es eben hier geht. Und dann hier dran kleben. Dafür nutze ich diese Zange hier. So, ich habe das jetzt fertig. Ich habe hier jetzt die Halterung fertig gemacht. Oben habe ich eine große Schlaufe gelassen. Ich finde, das sieht irgendwie so schön aus, so gewickelt. Ich zeige euch das mal. Ich habe mich gefühlt 100-mal gepiekst, aber das ist okay. Jetzt gespannt. Ich hole jetzt meinen Freund, der hilft mir nämlich, das aufzuhängen. Ist. Ich bin richtig zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut klappt, vor allen Dingen. Ich dachte erstens, dass ich länger Zeit brauche. Zweitens habe ich gedacht, dass ich definitiv total strugglen werde. Aber es hat alles sehr gut geklappt und ich bin so zufrieden mit dem Ergebnis. Und ich hoffe, das inspiriert euch auch irgendwie. Ich bin so zufrieden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat, dass euch das inspiriert hat und ich hoffe, dass ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Jetzt muss ich hier nicht mal Gardinen aufhängen. Ich hätte hier sonst Gardinen aufgehängt, aber ich finde, jetzt muss das gar nicht. Ich finde, das sieht jetzt so gut aus, dass ich keine Gardinen brauche. Ich bin so zufrieden. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Tschüss!